So, dann erstmal anfangen. Also einen wunderschönen Kaffee, bevor ich die Aufnahme beginne. Ah, ist das schön. Erstmal hier eine kurz ziehen, dass es keiner mitkriegt. Und dann werde ich mal das Spiel laden. So. Ach ja. Brille richten und die Haare richten, dass man hier auch alles sieht. Ja, ich sehe alles. Alles abgedunkelt. LED sind an. Sehr schön. Hitze ist da. Scheiß Hitze, ey. So, dann fangen wir mal an. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Drug Dealer Simulator 2. Im ersten Teil kennt ihr ja schon mich. Ja, Facecam sieht gut aus. Also irgendwie ist das so weit, dass er mehr Platz... Hä? So sitze ich gar nicht, aber okay. Einen kurzen Moment. Dann wollen wir mal hier mal ein bisschen rumeiern. Alten wir mal los. So sieht das Ganze schon mal schick aus. So ein bisschen. Bisschen runter. So viel hässliche Hackfresse braucht keiner sehen. Ja, die Größe ist, denke ich mal, völlig in Ordnung. Und dann haben wir vorige Folge herausgefunden, wie das mit dem Wasserspenden funktioniert. Das ist richtig super, denn wir wollten doch eigentlich schlafen. Ja, obwohl es da draußen noch hell aussieht von hier drinne. Ich verstehe gar nicht warum, aber okay. Dann versuchen wir mal zu schlafen. Okay, wir warten noch 20 Minütchen im Spiel ab, also 20 Sekündchen. Und dann legen wir los. Ist ja keine Musik im Hintergrund, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Doch erst 9 Uhr Schlafenszeit, oder wie? Ist so früh, um schlafen zu gehen. Ja, aber ich kann doch schlafen, wann ich will. Ist immer noch derselbe Müll drin. Okay, ich überprüfe mal ein bisschen. Agilität, Komfort, Schlangenfest. Ah ja. Aber der hat 2 Slots. Ich nicht, oder wie? Doch, hab auch 2 Slots. Okay. So, kann ich jetzt? Nein, ich kann immer noch nicht. Ich renne doch nicht hier abends rum. Wow, wie der slidet. So riecht der Slider. Na, Slider. Markus. Mit deinen riesen Boxen. Voll gut. Ja. Und? Wie sieht's hier aus? Ist das schon fertig? Scheint so, ne? Also, kann ich auch da rein tun. Genau. Und das hier auch da rein. Sehr schön. Dann können wir das hier schon mal zum Trocknen bringen. Warte mal. Max. Max und Moritz. 70, ne? Genau. Bereite vor. Sehr schön. 35 Minuten. Ach du Heiliges. Ich hoffe, wir können das mit dem Schlaf überspringen. Ja, bereite vor. Und hier geht es natürlich nicht mehr, weil wir Dünger brauchen. Und einen Itika-Samen. Läuft schon mal richtig gut hier. Mit dem Geschäft. So, jetzt können wir nach oben gehen. Nach oben sliden. Jetzt können wir schlafen. 21 Uhr. Nice. Nach 21 Uhr mache ich dann nichts im Spiel. So. Aber schöne Pflanze, oder? Ja, schöne Zimmerpflanze, ja. Ist voll cool. Fließendes Wasser? Nein. Telefonleitung? Nein. Okay. Chill. War schon trocken? Hä? Die Zeit überspringt hier überhaupt nicht. Okay, das ist ein bisschen weird.
Egal. Weiter geht's. Gewinne Vertrauen lernt so. Da müssen wir mit Dings machen. Wir brauchen ein besseres Boot. Finde eure neue Anbieter für Laborausrüstung. Besuche ein Möbelgeschäft. Alles klar. Möbelgeschäfti. Hier ist Totenschädel. Besuche ein Möbelgeschäft. Markierung. Möbel. Ist auch wirklich markiert? Also ich sehe es nicht. Wir machen mal kurz. Möbel, 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 Geschäft. Nö. Ist voll kacke markiert. Das ist ja doof. Ich muss selber navigieren, ne? Also, warte. Klickt das an. F. So, ist das markiert? Ja. Jetzt markiert. Jetzt können wir dahin jumpen. Aufpassen, dass wir die Klippe nicht stürzen. Das ist, hab gehört, das ist total ungesund, Klippen zu stürzen. Huch. Ruckel? Warum hat das hier ruckelt? Bestimmt, weil ich gehakelt habe. Die Kühe sind wieder weg. Nice. Wo am besten lang? Genau, mit dem Boot. Warte mal, mit dem Boot? Wir können zwei Boote nehmen. Okay, wie viel Geld habe ich bei? Genug. Wir haben genug bei. Einen Moment. So. So, da ist er, mein Freund, mit 50 Busen. Einfach mal rüber da. Ja. Er raucht wieder Luft. Voll angenehm. Also müssen wir auf jeden Fall uns beliebt machen hier mit ne? Cannabis und dann haben wir es die Hauptstory weitergeschafft. Okay, ich dachte es nicht echt. Tut mir leid. Ich dachte, es wäre so ein Fake-Ding. So ein Fake-Bus. na? Ach so, ja, ich kann nicht, weil ich kein Bus-Ticket habe. Genau. Weil ich kein Bus-Ticket habe, muss ich zu Fuß gehen. Irgendwann fahren wir dann hier mit Maschinen durch. Kommt drauf an, wie das Geschäft läuft, ne? Kommt immer drauf an. Okay. Haben wir ein eigenes Boot hier vielleicht? Der mal mit uns kommt? Nö, 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 nö. Das Boot habe ich, glaube ich, zu Hause stehen lassen. Weil ich schlau bin, ich hätte auch mit dem Boot rüberfahren können, ne? Anstatt zu Fuß. Weil mit dem Boot umgeht man den ganzen Zollkram. Aber so müssen wir jetzt zu Fuß los. Ja. Ach, nee. Da hätte ich doch die Abkürzung nehmen können. Da hätte ich doch die Abkürzung nehmen können. Einen Moment. Mal rüber da zum Steg. Ich guck erstmal, ne? Nicht, dass ihr denkt hier, ich bin schlau und hab das durchschaut. Oder irgendwie sowas. Nee, nee. Ich will bloß gucken, ob ich dann da hinkomme. Mein Gott, schnauf weniger. Kann ich nicht hier einfach? Nee, ne? Das geht nicht. Einbrechen geht da nicht. Hier, genau. Das habe ich gemeint. Genau. Da rein. Genau. So, Kumpel. Fahr mich mal rüber für 85 Busen. Schöne Hocke. Los, 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 los.
So, da sind wir angekommen und können geradeaus durch den Tunnel. Ob das so eine gute Idee ist mit dem Tunnel? Sieht aus wie Zoll, ne? Ich hab doch Brecheisen. Yeah, that'll definitely come in handy when you get in trouble. Was? Remember, it's easier to steal shit than earn it. But too many robberies can seriously hurt your reputation. Be smart about it, huh? Ich dachte, ich kann jetzt da einsteigen. Schließen, öffnen. Also Reputation ist gerade runtergegangen, sorry. Und da geht's wieder runter. Ruf der Diebstahls. Oh. Was? Ja, gib mir noch mehr Reputation runter. Street Grad. Oh oh. Ich sollte aufpassen, ne? Kann ich damit hauen? Okay, davor konnte ich's nicht. Schade. Oder doch? Bin mir nicht sicher. Also. Gut, kein Zoll steht. Das ist sehr gut. Ich habe auch nichts gemacht, ne? Also ist von alleine Reputation gegangen. Also es hat alleine reputiert. Ah, Amario Zombie. Oh Gott, Klamotten. Also Immobilien, ne? Hier muss ich rein. Hallöchen, du hast aber schöne Klamotten. Klamotten. Schöne Möbel hier. So. Hello, check out my offer. Ja, cool. Ah. Sehr fancy Möbel, Metallkasten. Küchenherd mit Backofen. Haustierbett. Oh, Radio. Retro-Radio. Türschloss. Ja, Türschloss wäre gut. Ich glaube, das sollte ich mal einmal mitnehmen, Türschloss. Also, man weiß ja nie, wer einbrechen will. Radio nämlich auch. Das ist bloß Kleiderschrank, Kommode, Regal, ja. Ein Bett, was macht das Bett? Erlaubt die Nacht durchzuschlafen? Brauchen wir auch, ne? Glaube ich zumindest. Okay, dann kaufen. Ja. Come by when I restock. I'm sure you'll find something for yourself. Naja. Man weiß nie, wer einbrechen will. So. Wir brauchen ein besseres Boot. Finde neue Anbieter für Laborausrüstung. Hey, ich brauche mal Johanna. Ja, später, später. Beruhig dich. Finde einen Anbieter für Laborausrüstung. Laborausrüstung. Da waren wir doch schon. Ja. Können wir nicht hinreisen, muss ich wohl oder übel wieder zurücklaufen. Kann es sein, dass ich gesucht werde? Ich weiß nicht. Ich habe da so ein komisches Gefühl, dass ich gesucht werde. Weil ich den Wagen angerührt hatte. Huch. Schnellreise schön und gut, aber bringt mir nichts. Erstmal.
Man braucht sehr viele Bustickets und wir müssen ein paar Handels abschließen. Gut, wir waren im Möbelgeschäft, aber Labor waren wir noch nicht. Da muss ich mal schauen. Ja, wir schauen mal. Ja, Qualität sieht sehr gut aus. Also ich gucke gerade auf den rechten Bildschirm, ne? Nicht wundern. Hey, Spuckeimer, Benzin, was braucht man mehr? Vor allem, wie steuert der das? Mit seinem Arsch oder was? Sei mal da, ne? Ich glaube, der steuert es mit seinen Hintern. So, pass auf. Einmal geradeaus. Oh. Ach, komplett geradeaus durch. Nice. Die Reputation müssen wir wieder hochschaukeln. Sonst sind wir am Pöpelchen. Bustickets sollte ich mal sicherheitshalber nachkaufen. Mal gucken, wie teuer war nochmal ein Busticket? Hello. Now, ja, möchte gerne was kaufen. Sehr schön. Bustickets, ey, da können wir ja hier ordentlich 25 mal holen. Ich glaube, das ist schon okay, ja. Kaufen wir mal. Sehr schön. Bargeld groß. Warum sollte ich das kaufen? Also zum Austauschen, ne? Ja. Schokoriegel. Mhm. Gibt's hier auch Dünger? Ja, natürlich. Gibt's ja auch Dünger. 2 Kilo, ne? Kaufen wir mal. So, dann haben wir erstmal ein bisschen was. Sehr schön. Und dann müssen wir geradeaus weiter. Oh, süßes Kätzchen. Oh, ich will es streicheln. Komm her, komm her. Miau. Es rennt sofort weg. Huch, das war der falsche Weg. Wir müssen hier. Genau. Und dann geradeaus. Sehr schön. Dünger haben wir erstmal. 2 Kilo wird er erstmal reichen. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, warum der da steht. Habe ich jetzt wirklich irgendwas gemacht, was den verärgert? Was? Achso, besuche Festnetztelefon. Später. Ich will hier nur geradeaus. Aber der Typ ist mir nicht geheuer. Wir sind mal mutig. Ich guck mal, was passiert. Was er von mir will. Wir gucken mal. Hey, you lost, buddy? Ja. How about you give me your money? Was? Ich soll dir Geld geben? Was sind das hier für Aussagen? Oh, you're a... Oh, shit. Hell yeah, man. That'll show those fucks. Come on, let's get out of here. Oh. Okay, man muss hier ein bisschen aufpassen. Er ist hingefallen, also er ist einfach mal über meine Sachen gestolpert und ist auch hingefallen. Ja. Was so halt Sachen mit sich bringen, ne? Ich muss geradeaus weiter. Bam 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 bam. So, noch jemand, der irgendwas von mir möchte, vielleicht Spaß haben. Okay. Niemand. Gut. Was ist das hier? Ah, so, ja, genau. Jetzt sind wir wieder hier. Ist aber nicht ein Labor, ne? Oh, hi. Oh, hello there. Came back to buy something? Okay. Die Sachen haben wir, glaube ich, schon gekauft.
Assembling-Box. Einzige, was fehlt, sind die Samen. Ich möchte was kaufen. Da sind die geilen Samen. UV-Lichter, Cannabis Indica. Achso, der verkauft die. Achso, okay. Hydrokultur, Kompressor, Flaschen, Zigarettenblättchen. Einmal hier ein bisschen davon. Ach Mensch, ich mach's immer falsch rein, ne? Wie teuer sind denn? Max 5? Ja, let's go. Let's go. Glühbirnchen, LED-Glühbirne. Ich sollte mal 2 LED-Glühbirne kaufen. Eine nur? Die hat nur eine. Okay, ich werde die aber trotzdem mal kaufen. Sicher, sicher. Und dann wieder zurück zum Bunker gehen. Ja, ja, ich komme wieder. Wenn du wieder hast. So. Bus. Jetzt möchte ich aber mit dem Bus hier. Wird mir sonst zu gefährlich. Obwohl, die sind eigentlich ganz easy, ne? Zu besiegen. Habt ihr gerade gesehen. Total easy peasy. Die haben auch Geld hinterlassen. Sehr freundlich von den Herren. Sehr freundlich. So, direkt dahin. Dauert ja schon lange. So, jetzt sind wir da. Sehr schön. Und jetzt können wir rüber. Mehr Cannabis machen. In den Bunker erstmal, bevor ich das komische Haus da einrichte. Marco will da bestimmt auch noch irgendwas von mir. Lanzo, das ist hier nämlich drüben, ne? Da müssen wir Handel betreiben. Und so weiter und so fort. Können wir nur machen, wenn wir uns eine Hütte eingerichtet haben. Aber erstmal müssen wir die kleine Insel, ne? Erstmal die kleine Insel ein bisschen beliebter werden. Also nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen, ja, sehr, sehr beliebt. So, dass wir uns die Küsse füssen. Nein. Hör auf. So, ist das der richtige Weg? Scheint so, aber nicht wirklich. Der Bunker ist hier. Genau. Mal einen kleinen Umweg. Boah, ja. Scheint, dass man eine Öffentlichkeit nicht einfach so übernehmen kann, ne? Also. Das wäre echt super toll. Müssen wir hier oben lang? Ich laufe jetzt einen ganz anderen Weg. Um da hochzukommen. Ach, das ist der alte Weg, den wir am Anfang an benutzt hatten. Krass. Genau. Und hier geht's rein. Ach, es gibt 2 Wege. Mhm. Einmal, um schnell hier reinzukommen und einmal, wo der Weg lang ist. Wo sie dann hinterher rennen können. Derzeit nicht verfügbar. Oh, da ist er wieder was. Fertig. Das ist sehr schön. So. Jetzt muss ich, glaube ich, erstmal hier hin, um den ganzen Schnickschnack hier reinzuschmeißen. Also, hier. Was? Okay, der kommt dann da hin. Das kommt dann da auch hin. Das kommt dann hier. Ne, hier hin. Genau. 2x Düngersubstanz, Inventar. Sehr schön. Jetzt haben wir 3 Kilo Düngen. So, einmal vorbereiten. Und einmal vorbereiten. So. Und einmal Keimal 35. Bereit davor. Sehr schön. Supi. Dann werde ich mal ein paar Sachen annehmen.
Plan jetzt. So, erstmal 2 ansehen. 4, 4. Okay. Sehr schön. Mitnehmen. Erstmal langsam, ne? Nicht alles auf einmal machen, sondern langsam machen, ne? So, jetzt können wir hier raus. Jetzt gehe ich aber rechts rum, weil ich den Weg gerade erst gesehen habe. Vorwissig, wie viele Folgen. Und dann gehen wir die 2 Sachen ab. Finde ich ganz schnieke. Nämlich 14 Uhr, ne? Ja, 14 Uhr zweimal planen, genau. Dann gucken wir mal. Hier ist Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass es... Oh, guck mal doch rüber. Ich guck mal diese Fragezeichen an. Ah ja, der Fensterputzen. Wow. Sehr schnicke. So, ab 14 Uhr müssen wir ja die 2 zeigen. Ab 14 Uhr. Kette mehr planen sollten, ne? Alles auf der kleinen Insel. Erstmal. Bum, 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 bum. 14 Uhr. So, zeigt euch. Wo seid ihr? Ja. Ah, was? Da drüben! Ihr wollt mich doch verkackeiern. Hier, deine 50 Busen, lass mich rüber. Okay, der erste ist, war da aus. Oh, geht's ein bisschen? Gib mal doch Gas. Ich weiß nicht, wie lange die da stehen. Keine Ahnung. Links, okay. Ach, da oben. Ist nicht ernst. Person winkt schon. Hey, how's business? Hi, na? Ach, du willst Amphetamin. Hau mal ab. Das habe ich nicht. Das ist nicht das, was ich... Okay. War die falsche Person. Oh, danke, Schatz. What took you so long? Ja, tut mir leid. Ich wurde gerade aufgehalten. Hier, bitteschön. Okay, it's time for me. Later. Ja. Da geht der Ruf wieder hoch. Schnicke, schnicke. Autsch. Ah! Frag lieber nicht. Ich hab noch nicht gefrühstückt. Wo ist die Person? Buenos dias, amigo. Buenos dias, amigo.
Ja, bitteschön. Good doing business. Ja, danke schön. Sehr schön. Naja, man muss noch viel mehr tun als nur das bisschen, ne? Laborausrüstung. Haben wir noch nicht gefunden, ne? Laborfuzzi. Wandhaus. Tanklager. Schotsch. Was ist das? Verbindungen. Ja, ja. Dann wieder zurück. Da ist nämlich einer in Rot. Wir brauchen nur Dünger. Welcome back. Need anything? Come by when I restock. I'm sure you'll find something for yourself. Yep. Tschö. So. Halt deinen Mund und behalt deine 50 Busen. So. Ja, versteckte Kuh. Ja, sieht gut aus. Und ein versteckter Schaf. Okay. Sehr schön. Ja. Ding geht's wohl nicht so gut. Was ist das hier? Kommt man da rein? Nein. Ist das der Bunker? Nee, oder? Ist doch nicht der Bunker. Der Bunker ist da oben. Oder? Ich muss mal gucken. Was? Hättest du noch 4 Gramm Marihuana? Nein. Ich muss gucken, was das hier ist. Keine Ahnung. Sehe ich nicht. Okay, auf dem Radar sehe ich es, aber auf der Karte nicht. Was? Miau. Der macht's miau. So, dann nehmen wir den alten Weg, den wir sonst immer genommen haben. Miau! Miau! Mhm.
Ja, das ist ja schön. So. Naja, um vorwärts zu kommen, brauchen wir viel mehr. Und wir müssen mehr Bestellungen entgegennehmen. Aber ich denke mal, das machen wir morgen. Warte mal, kleine Insel ist hier. Da steht kleine Insel. Dann planen wir das Ganze mal schnell. Kleine Insel. Kleine Insel. Kleine Insel. Okay, dann werde ich die Sache mal vorspulen und wir hören uns dann nach der Bestellung wieder. And here comes my present. Right on time. See ya. Good. About time. Well, that's all, I guess. Hey, you're not a cop, right? Nice seeing you. Sorry, didn't see you there. Pleasure is mine.
Hello there. Qué bueno verte. Muchas gracias. Appreciate it. So, ja, haben wir ein bisschen was gemacht. Das ist sehr gut. Und ja, die nächsten sind bei Archipelago. Da möchte ich, da muss ich sogar in der Hütte was machen. Als hier. Ja, what up? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was? Wie geht es mit dem Lab? Just checking on ya. Bis später. Wie geht es mit dem Lab? Boah. It'd go faster if you didn't distract me. You know? Was? Um ehrlich zu sein, würde es viel schneller gehen, wenn du nicht schwatzen und mich ablenken würdest. Jemand hat ja einen Stock im Arsch, sehe ich. Who, me? Nah, just let me focus on this, okay? Mhm. Das ist ja viel besser. Klar, mach dein Ding. No problemo. Ja. Okay, dann werden wir natürlich morgen weitermachen. Morgen mehr Geschäfte auf der anderen Insel. Da gehen wir dann rüber und nehmen alles mit natürlich und machen uns die Hütte zurecht, die wir gekauft hatten. Ja, und machen da alles rein. Sehr schön. Lanzo Jean Louis. Da müssen wir dem Vertrauen gewinnen. Ja. Und ansonsten speichern wir den Spaß. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Um keine weiteren Folgen mehr auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Und wir sehen uns am Morgen wieder bei Drug Dealer Simulator 2. Schau mal, V.